Alles klar, dann machen wir weiter mit der Building Room Session. Und jetzt gehen wir los. Wie gesagt, mein Name ist Gianluca Genova. Ich leite das Building Room zusammen mit Manuel Frey. Vielleicht kannst du mal vielleicht kurz was über dich sagen. Genau. Ja, ich darf mit Gianluca den Building Room leiten, bin selber Arbeitsgruppenleiter im Bereich BIM2SIM und unterstütze Simon Kasper im Bereich BIM2FM. Und mein Background ist Gebäudetechnik, Simulation bei Gruner. Wunderbar. Dann kurz das Building Room Session machen wir jetzt weiter. Wir würden kurz ein Update geben über unsere Aktivitäten, wo wir stehen und unsere Roadmap. Und danach haben zwei spannende Gespräche heute für das Building Room vorbereitet. Und Manuel wird uns noch berichten über unsere Ausblick und nächste Schritte. So, ohne mehr Zeit zu verlieren, machen wir weiter. Sehr kurz über das Building Room. Das Building Room kümmern wir uns grundsätzlich. Das Building Room beschäftigt alles, was Bau und Hochbau Umgebung sich betrifft. Wir fokussieren uns, wir sind eine User-Gruppe, wir arbeiten als ein Forum, als Domäne für Hochbaudomäne. Wir identifizieren Probleme. Das machen wir auch durch die Erfahrung von der Industrie. Wir versuchen, die Theorie und das zu verbinden. Und unser Schwerpunkt ist, ein interdisziplinäres Ansatz zu schaffen, die über einen Lebenszyklus geht. Deswegen, wir versuchen, verschiedene Disziplinen-Silos zusammenzubringen, aus dieses Silos auszubrechen, diese Disziplinen zusammenzubringen und gleichzeitig, okay, danke, Alain, über die ganzen Phasen von dieser Planung bis in Betrieb das verfolgen und die Anwendungsfälle gleichzeitig. Gleichzeitig durch unsere Connection mit International versuchen wir auch die Initiativen national und international zu vernetzen. Und mit unseren Aktivitäten, Arbeitsgruppen und Projektgruppen wollen wir ja eine Grundlage oder einen Beitrag zu den offenen Standards einbringen. Gut, wo stehen wir heute? Wir sind in das Room Forum 2 im Mai heute so dabei. Vor uns haben wir noch das Virtual International Summit so im Oktober. Danach haben wir das zweite Forum des Jahres. Wir selber, das Building Room, würden im September das weiteres Meeting haben, wo ihr alle sehr herzlich eingeladen seid. Und Manuel wird in der Session nochmal über das Participation Call informieren, wo wir unsere weiteren Aktivitäten und Ideen auch mitteilen. Jetzt würde ich gerne kurz machen wir einen Einblick zu unseren Aktivitäten und ich gebe das Wort an Manuel weiter. Vielen Dank, Gianluca. Im Building Room sind wir derzeit bei zwei, vier, fünf offiziellen Arbeitsgruppen. Die OpenBIM-Grundlage, die BIM- und FM-Grundlage, die BIM2SIM, Blockchain und eine spezielle Arbeitsgruppe von Jörg Meyer geleitet, der Austausch zwischen der Deutschschweiz und der französischen Schweiz. Aktiv monatliche Treffen sind vor allen Dingen im Bereich BIM und FM, geleitet vom Simon Kasper, und im Bereich modellbasierte Simulation, BIM2SIM, die ich begleiten darf. Die Herausforderung, die wir immer wieder haben, ist, dass die Arbeitsgruppen, die Aktivitäten der Arbeitsgruppen natürlich auch eine gewisse Motivation benötigen, einen gewissen Inhalt benötigen. Und da sind wir auch auf euch angewiesen, weil wie in jedem Unternehmen, wie in jeder Arbeitsgruppe, die Aktivität oder der Output kommt immer von den Mitarbeitern bzw. von den Teilnehmern. Und da möchten wir euch natürlich auch dazu animieren, aufrufen, entweder in den bestehenden Arbeitsgruppen, wie jetzt hier dargestellt, euch zu engagieren, oder kommen wir nachher im zweiten Teil oder im letzten Teil vom Building Room drauf für den Call to Participation. Wo bewegen wir uns im Bereich Hochbau, im Bereich Building Room? Ich sage mal, der Kernbereich ist der rote Bereich, ist der grün-bläuliche Bereich mit den aktiven Arbeitsgruppen. Die grauen Blasen, auch mit den violetten Blasen, sind Themenbereiche, die wir intern adressieren, die wir auch von euch, von unseren Mitgliedern bei Bauen Digital Schweiz, Building Smart Switzerland adressiert bekommen. Besonders herausstreichen möchte ich natürlich jetzt hier die virtuellen, violetten Bubbles, die wir auch dann im zweiten Teil oder im letzten Teil nochmal adressieren möchten. Explizit
freuen wir uns jetzt, eine dieser Bubble, die integrierten Zusammenarbeitsmodelle oder auch IPD, Integrated Project Delivery Fragestellungen, adressieren zu dürfen, und freuen uns dort von der Firma Halter den Diego Frey begrüßen zu dürfen. Dass er in den nächsten 20, 25 Minuten einen Einblick gibt, wie diese innovative Methode, die ja mehr und mehr von angelsächsischen Raum über Hochschulen, und vor allen Dingen über die FANW, auch in den Schweizer Arbeitsmarkt schwappt, quasi bei der Firma Halter umgesetzt wird. Diego, darf ich dir das Wort übergeben? Sehr gern. Ist Ton und Bild in Ordnung? Ton und Bild ist in Ordnung. Okay, perfekt. Dann möchte ich auch alle recht herzlich begrüßen von meiner Seite. Möchte mich recht herzlich bedanken, Manuel, bei dir, bei Alain, Gianluca und Thomas auch für die Einladung heute, dass ich etwas sagen darf zu den integrierten Zusammenarbeitsmodellen und vor allem einen Ausblick geben darf, wo wir heute stehen, mit der Projektgruppe, die wir ja ganz neu lanciert haben innerhalb von Bauen Digital Schweiz. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe das hier beides auf diese Folie genommen. Also ich bin einerseits Mitarbeiter der Halter AG, bin seit 14 Jahren bei Halter, bin verantwortlich bei uns fürs Engineering, Teil von unserer Geschäftsleitung, und ich bin auch heute hier als Vertreter von Bauen Digital Schweiz, wo ich seit dem letzten Jahr im Vorstand mitwirken darf. Was ich für heute vorbereitet habe, sind eigentlich so ein bisschen drei Sachen. Also einerseits ein bisschen so die Ausgangslage, warum interessieren uns diese integrierten Zusammenarbeitsmodelle, respektive wo gibt es dort aus unserer Sicht Potenzial. Dann werde ich etwas sagen zu integrierten Zusammenarbeitsmodellen, wie wir das machen bei Halter. Ein paar konkrete Beispiele. Dann komme ich zur Projektgruppe, die wir jetzt neu gegründet haben, unter dem Dach von Bauen Digital Schweiz, und sage noch, was dort unser erstes Ziel ist, vor allem natürlich im Zusammenhang mit dem Positionspapier. Und am Schluss bin ich dann natürlich auch noch gerne für Fragen und Anregungen und Inputs gerne da. Okay, also ich möchte starten eigentlich, warum das ein Thema ist, was uns und natürlich auch die Branche beschäftigt. Wir haben eigentlich im alten Leistungsmodell, das sehr imperfekt ist, einen großen Unterschied zwischen der linken Seite, ich sage mal zwischen der Planung in den ruhigen Gewässern, und dann auf der rechten Seite zwischen der Ausschreibung und natürlich dann auch der Ausführung. Also da gibt es ganz einen großen Bruch. Das ist wirklich ein Wasserfallmodell, sehr fragmentiert und sequenziell. Was man eigentlich hier auf dieser Folie sieht, dass es gibt viele Brüche, es ist ein langer Prozess und es ist auch ein sehr, sehr kostspieliger Prozess. Jetzt durch die digitale Transformation, einerseits durch die Möglichkeiten, andererseits, weil es neue Modelle gibt, weil nicht mehr alles nach dem SCA-Modell sein muss, können diese Phasen näher zusammenrücken. Das heißt, wir sind auf der Zeitebene deutlich schneller, wir haben bessere Resultate und es gibt natürlich auch eine Anpassung auf der Kostenseite. Also daher ist das Thema sicher für die ganze Branche sehr, sehr relevant. Wir bei uns, bei der Halter AG, was wir bei uns praktizieren schon seit vielen Jahren und sehr regelmäßig und erfolgreich, ist das sogenannte Werkgruppenmodell. Wir haben bei uns vier Werkgruppen definiert, also einerseits die Werkgruppe Rohbau, wo die ganzen Hoch- und Tiefbauarbeiten sind. Wir haben die Gebäudehülle, wir haben die Werkgruppe Haustechnik, wir haben die Werkgruppe Innenausbau. Das heißt, es kann bei uns sein und es findet auch statt, dass wir Gebäude, große, komplexe Gebäude mit vier Unternehmern planen und realisieren, die sich verantwortlich zeigen für das Engineering und die Production dieser Gebäude. Wir haben hier für uns ein bisschen so die Phasen anders definiert, als das andere Verbände machen. Wir arbeiten nach den Phasen Development, Design, Engineering, Production und Operation.
Und für uns ist es eigentlich so, dass wir die Werkgruppenpartner, also die Unternehmer, die bei uns die Planung und Ausführung machen, möglichst früh integrieren wollen in den ganzen Prozess. Das heißt hier im bestmöglichen Fall schon in der Designphase und dann ganz klar natürlich in der Engineering- und Production-Phase. Hier nochmal wirklich eigentlich der Key, also wir haben die Kompetenz und die Verantwortung am gleichen Ort, also aus einer Unternehmung. Die Beeinflusser dieser Engineering-Phase, also eben die Unternehmer, die werden sehr, sehr früh eingebunden. Das Ziel ist dort, dass wir nicht zu teure, komplexe Gebäude realisieren, sondern wirklich Gebäude mit einem optimalen Kosten-, Nutzen- und Qualitätsverhältnis, die das können, was die Gebäude können müssen und nicht, wie es heute oftmals ist, dass sie eigentlich zu viel können. Und dort wollen wir auch die Unternehmer, die Werkgruppenpartner, an diesen guten Resultaten natürlich incentivieren. Ich habe das gesagt, die ausführenden Unternehmer, die bringen ihr eigenes Planungsteam mit in diesen Prozess. Das kann sein, dass die die Planung selber machen. Das kann aber auch sein, dass sie sich einen externen Planer beiziehen. Aber das funktioniert dann unter ihrem Management und unter ihrer Federführung. Das ist natürlich jetzt eine Veränderung. Also das heißt, der Unternehmer, der ist früh dabei und der mutiert jetzt auch vom reinen Ausführer von, ja, leider kann man schon sagen, vielmal mangelhaften Vorgaben zu einem sehr innovativen Partner. Das gibt neue Rollenverteilungen, was auch nicht immer ganz selbsterklärend und einfach ist, aber was natürlich auch für viele Firmen eine große Chance bietet, was man auch feststellen kann, die sie auch sehr, sehr gut wahrnehmen. Es ist so, dass wenn man dieses Werkgruppenmodell anwendet, dann definiert der Besteller wirklich nur noch die DNA vom Gebäude. Also das heißt, er muss wirklich die Ziele vorgeben. Es gibt dann eine funktionale Ausschreibung. Wenn das sehr, sehr detailliert ist, dann muss man auch sagen, dann funktioniert dieses Werkgruppenmodell nicht mehr gar nicht, aber einfach entsprechend schlechter. Wenn wir diese Werkgruppen integrieren, das können alle vier sein, das können aber auch zwei sein, das kann auch bei einem Projekt nur eine sein, dann haben die in der Engineering-Phase, machen die ihren digitalen Gebäudezwilling. Wir koordinieren das und optimieren das und haben eigentlich so dann wirklich eine optimale Grundlage für Production, für die Ausführung und natürlich auch für die Vorfabrikation. Ich habe ganz viele Beispiele bei uns, ich habe ein paar mitgenommen. Auch unterschiedliche Projekte. Also wir haben Entwicklungen, wo wir mit Werkgruppen starten. Wir haben Gesamtleistungswettbewerbe, wo wir direkt mit den Werkgruppenpartnern Unternehmen sind. Und wir haben aber auch TU-Submissionen. Also das Werkgruppenmodell ist in verschiedenen Phasen anwendbar. Hier nur ganz kurz. Also wir haben EWL in Luzern. Wir haben eine Wohnüberbauung im Hirzel. Wir haben das Flux von der EMPA, EAWAG, Staatssäge in St. Gallen, Öhrin in Basel, Rietech in Neuhausen. Wenn Harry mit Sally in Oppikon, Henz in Suhr, Clara Turm in Basel, einfach nur um einige zu nennen, wo wir mit diesem Werkgruppenmodell schon aktiv unterwegs sind. Ja, jetzt komme ich zu Bau und Digital Schweiz, wo ich, wie gesagt, seit letztem Sommer dabei bin. Es ist klar, also die Zusammenarbeit, die hat sich verändert, auch durch die digitale Transformation und die wird sich auch noch weiter verändern. Das ist jetzt sehr, sehr viel Bewegung im Markt spürbar. Die Kollaboration und die Integration der Beteiligten und der Prozesse, das nimmt zu und das wird auch weiter zunehmen. Einerseits wegen der digitalen Möglichkeiten, andererseits aber auch, weil man die Effizienz- und Produktivitätssteigerung durch diese Integration natürlich erkannt hat. Das ist auch der Grund, warum wir uns auch bei Bau und Digital Schweiz mit diesen integrierten Zusammenarbeitsmodellen auseinandersetzen und auch dort die Branche mit unserem Know-how unterstützen möchten. So haben wir mit Alain und Thomas, ich glaube Anfang von diesem Jahr, intensiv diskutiert, wie wir das Thema aufnehmen könnten und haben uns dann eigentlich entschieden, dass wir die Projektgruppe zu den integrierten Zusammenarbeitsmodellen gründen, zusammenstellen und mit der sind wir jetzt auch seit ein paar Wochen unterwegs. Die Projektgruppe, die wir hier zusammengestellt haben, das sind verschiedene Personen, da bin ich dabei, ich habe den Lead übernommen. Dann haben wir Maximilian Vollenhof, Christoph Früher, Ralf Balgar, Peter Scherer, Christian Grünig und Philipp Seer und Philipp Wieting von Werknetz.
Wir sind auch noch offen dort. Wir möchten noch jemanden dazunehmen, auch aus der Infrastruktur, der auch die Infrastruktursicht und auch das öffentliche Beschaffungswesen abdeckt. Und dann haben wir natürlich das Review-Team, das kann man auch noch dann ergänzen, wo wir sicher den Vorstandsausschuss dabei haben vom Bau Digital Schweiz, den Verein Branch Stutank, dann Mario Marti für die rechtlichen Aspekte und auch Fachhochschule Nordwestschweiz werden wir dort integrieren. Hier ist eigentlich für uns wichtig, dass wir mit dem Team, wo wir dran sind, die gesamte Wertschöpfungskette abdecken, bewusst, aber mit unterschiedlichen Wertschöpfungstiefen. Wir haben Vertreter, die über alle Phasen tätig sind. Wir haben einen Mix aus Theorie und Praxis. Und wir haben auch gesagt, jetzt mal für den Start wollen wir die Gruppe aber auch nicht zu groß machen, dass wir dort eigentlich, sag mal, schlank und agil bleiben können. Wir haben gesagt, darum sind wir auch eine Projektgruppe, weil wir haben ein konkretes Projekt. Und zwar wollen wir ein Positionspapier kreieren über integrierte Zusammenarbeitsmodelle. Dort geht es wirklich darum, dass wir erläutern, was sind die herkömmlichen und bekannten Modelle, wie unterscheiden sich die, was sind die Merkmale, was sind die Vor- und was sind die Nachteile. Dann geht es darum, dass wir wirklich eine gute Auslegeordnung machen mit den integrierten Zusammenarbeitsmodellen. Manuel hat das gesagt, zum Beispiel IPD wird natürlich dort ein großes Thema sein, aber auch Design-Build, das Werkgruppenmodell, Gesamtleistermodell, Early Contractor Involved, Public-Private Partnership und so weiter, die sich natürlich dann unterscheiden, wirklich nach fragmentierten Modellen und integrierten Modellen. Wir werden die dann auch bewerten mit verschiedenen Kriterien. Wir versuchen das nicht so zu machen, dass wirklich eine Wertung abgibt, sondern wirklich, dass die Leute sich das anschauen wollen, eigentlich wissen, okay, ich bin hier auf der Suche nach dem, dann bin ich hier in dem Modell oder mich interessieren mehr die Punkte oder ich will mehr Risiko oder weniger Risiko nehmen. Das ist eigentlich das Ziel hinter diesem Positionspapier, also wirklich eine gute Auslegeordnung haben, neutrale Auslegeordnung, aber die das möglichst alle diese integrierten Zusammenarbeitsmodelle umschließt und einen guten Überblick geben. Schlussendlich wollen wir das publizieren, dieses Positionspapier, das ist klar. Wir werden das machen auf der Webseite von Bau und Digital Schweiz, in zwei Sprachen, sicher in Deutsch und in Französisch. Wie wir aktuell unterwegs sind in dieser Gruppe, wir sind eben gerade gestartet. Wir sehen das nicht als Marathon, wir sehen das eher ein bisschen als Sprint. Also wir haben gesagt, wir werden Maximum ein Jahr investieren für dieses Positionspapier. Ja, ich sage jetzt mal inoffiziell sind wir alle zuversichtlich, dass wir noch etwas schneller sind. Wir haben aktuell physische Workshops bei uns gemacht im Chat in Schlieren. Alle 3 bis 4 Wochen haben wir uns getroffen. Wir haben dazwischen auch nochmal Teams-Meetings, die wir eingeschaltet haben. Wir arbeiten mit Miroboard und Teams, also wir kommunizieren da sehr, sehr schnell und arbeiten auf dem gleichen Instrument. Wie gesagt, Publikation Anfang nächstes Jahr. Und dann haben wir auch gesagt, wir starten jetzt mal mit dieser Projektgruppe. Und das Ziel wäre dann natürlich schon, wenn sich das etabliert und auch der Bedarf da ist, dass wir das allenfalls dann in Absprache mit Gianluca, Thomas und Manuel aller überführen würden in eine Working Group, dass wir eine Working Group machen würden, die natürlich dann auch offen ist und so einen kontinuierlichen Austausch hätten und auch neue Projekte da reinnehmen möchten. So sind wir aktuell unterwegs. Wie gesagt, wir sind frisch gestartet. Also das war jetzt wirklich so der Input, was wir machen möchten, wo wir stehen. Und ich würde mich natürlich dann auch freuen, wenn ich dann bei einer anderen Gelegenheit vielleicht, wenn wir ein bisschen weiter sind, mal noch konkreter auf die einzelnen Themen eingehen könnte. Ja, und jetzt war es das mal für meinen Input, wo wir da dran sind aktuell und freue mich natürlich, wenn es da noch Fragen oder Inputs gibt von eurer Seite. Vielen Dank, Diego. Sehr Sehr spannender Input. spannender Ich habe es bei Input. mir ein Ich habe Echo es bei mir drauf. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so. Jetzt ist es besser. Für die Interaktion mit unserem Publikum sind jetzt doch einige im Chat und heute mit dabei. Es ist auch wieder das Miroboard, beziehungsweise noch nicht das Miroboard.
Mentimeter offen, sind die ersten Fragen sind auch schon reingekommen. Ich werde gerade mal vorlesen. Erste Frage ist, wir werden durch das Early Contractor Modell das klassische Ausschreibungsverfahren eliminiert. Diego, siehst du da Gefahren oder siehst du da Also, konkrete Ziele oder wo geht da die Reise hin? Beziehungsweise wie geht da die es Reise ist, hin? also ich sehe keine Gefahr, ich sehe dort eine große Chance, dass dieses klassische Ausschreibungsverfahren eliminiert wird. Also es ist bei uns auch so, wenn wir eine Werkgruppe, wenn wir eine Werkgruppe ausschreiben, dann haben wir diese Phase 41, machen wir nicht. Also wir machen eine Planung bei uns in-house, wir machen eine funktionale Ausschreibung bei uns in-house. Auch für sehr, sehr große Projekte sind wir da relativ schnell und effizient, und sparen uns so natürlich wirklich die Zeit und auch das Geld für diese klassischen Ausschreibungsverfahren, die schlussendlich auch nicht wertschöpfend sind. Also die bringen niemandem etwas. Das ist eigentlich wirklich Verschwendung von Zeit, Ressourcen und Geld. Und daher ist das definitiv so, das braucht das klassische Ausschreibungsverfahren nicht mehr, wenn man dann konsequent dieses Modell macht. Ich glaube nicht, dass es nur noch dieses Modell geben wird. Es wird wahrscheinlich auch noch klassische Ausschreibungsverfahren geben. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass das in diesem Modell natürlich weniger sieht. Klar. Vielen Dank für dieses ja doch starke Statement, auch wo man schön raushört, dass es da handfeste betriebswirtschaftliche Gründe dafür gibt, klassische Fragestellungen zu hinterfragen, zu optimieren. Eine weitere Frage zielt darauf ab, ich lese sie gerade mal vor, die SBB hat bereits vor ein paar Jahren diesen Anlauf gestartet und ist dann davon weggerückt. Warum ist das so? Beziehungsweise ist das jetzt auch die steigende Digitalisierung im Markt erst der richtige Zeitpunkt gekommen? Hast du da eine Positionierung zu dieser Fragestellung? Ich weiß nicht, ob ich Sie ganz richtig verstehe. Also die SBB, also wir sind mit der SBB, was Digitalisierung und BIM und Sechs-Stufen-Plan angeht, sind wir mit der SBB sehr, sehr stark im Austausch, auch gut im Austausch. Die SBB ist dort, ich meine, das ist bekannt, die geben dort richtig Gas und machen das gut. Ich glaube aber, was die Beschaffung angeht, ja, auch weil sie öffentlich beschaffen, waren das schon bei den letzten Projekten, die ich kenne, klassische Submissionen, wahrscheinlich weil sie natürlich auch so beschaffen mussten. Und wir haben gerade demnächst haben wir einen Austausch mit dem Verantwortlichen von der SBB und da bin ich gespannt, was der Statement ist bezüglich weiterem Beschaffungswesen, also ob man dort IPD oder so sich vorstellen kann. Das wird auch eine interessante Fragestellung sein innerhalb unserer Gruppe. Wie die öffentliche Hand mit der IPD umgeht, weil man entscheidet sich natürlich dann schon sehr früh, für einen Partner. Super, vielen Dank. Bevor ich zur nächsten Frage weitergehe, vielleicht eine eigene Frage, beziehungsweise zu der Gruppe. Sie ist ja sehr stark durch Schweizer Marktteilnehmer oder Spezialisten, Unternehmen, Akteure aus dem Schweizer Bereich ja, dargestellt. Wie geht ihr damit um, dass das Thema integrierte Zusammenarbeitsmodelle jetzt zum Beispiel auch von internationalen Unternehmen sehr stark gepusht wird und dann auch die Überleitung zu der Frage hier, Vertrauen, Transparenz, Aufklärung, es kommt was Neues. Wird es bei euch im Positionspapier adressiert? Ja, das ist eine gute Frage, das haben wir auch diskutiert. Wir haben gesagt, dass so das Positionspapier machen wir für den Schwe also für den Schweizer Markt. Also es ist mal wirklich so für die Schweizer Bauwirtschaft. Es ist klar, es ist für Planer, Unternehmer, aber schon soll auch den Fokus haben, auch dass der Besteller sich das anschauen kann und sich ein gutes Bild machen kann. Ist klar, der Planer und Unternehmer kann sich auch das Bild draus machen, aber schlussendlich entscheidet der Besteller, welches Modell er wählen will. Aber es ist klar, wir werden definitiv schauen und abbilden, auch was im skandinavischen Raum passiert, was im angelsächsischen Raum passiert.
Und ist klar, das ist auch die Globalisierung. Also wir mit Cree und diesen Plattformen, die es gibt, auch österreichische Firmen, ja, die sind da in der Schweiz. Das ist schon die Realität. Also ich glaube, das ist auch der Punkt, dass wir dort fit bleiben müssen als Branche, und nicht irgendwo international zu fest unter Druck geraten. Also wir werden das Thema anschauen, aber gemacht wird es vor allem schon wirklich für den Schweizer Markt. Das ist nicht ein internationales Paper. Vielleicht daran anleitend jetzt auf die dritte Frage. Ich nehme es dort den Begriff Zukunft nochmal raus. Integrierte Zusammenarbeit ist das Modell der Zukunft. Gegenseitiges Vertrauen und transparente Arbeitsmethoden müssen dabei neu aufgebaut werden. Wenn ich jetzt den Begriff Vertrauen, Transparenz mit Zukunft und eine Timeline dazu nehmen, kannst du da dazu was sagen? Ich sag mal Markteinführung, Readiness, ihr nutzt es ja schon intensiv, wie ich jetzt das nehme. Kannst du da eine Einschätzung vielleicht auch übergeordnet geben zur Zukunft, Zeit und eben Vertrauen, Transparenz? Ja, kann ich natürlich. Es kommt stark darauf an. Es gibt auch bei den integrierten Zusammenarbeitsmodellen, wie gesagt, es gibt auch dort noch Unterschiede, also weniger Integrierte, mehr Integrierte. Ich kann für uns sagen, das Werkgruppenmodell, da sind wir vertraglich mit Incentivierungsmodellen und allem, dort sind wir ready. Das machen wir tagtäglich. Dort haben wir gute Instrumente, einen guten Mekano, dass das eigentlich ja Win-Win-Situationen sind, aber auch Lose-Lose. Also es geht nicht nur um Win-Win, es geht auch um Risiken. Dort sind wir parat. Was IPD angeht, muss ich ehrlich sagen, ich kenne ein paar Projekte in der Schweiz, die man nach dieser Methode gemacht hat. Wir haben die auch ein bisschen genauer angeschaut. Ist jetzt aus meiner Sicht vertraglich noch nicht auf dem Level, wo es sein muss. Funktioniert sich. Ich meine, es kann auch ein Handschlagvertrag sein, ein Mehrparteienvertrag. Aber ich glaube, dort muss schon noch einiges gemacht werden. Und es ist klar, transparent ist die Voraussetzung. Ich glaube, das ist auch relativ einfach. Auch mit dem digitalen Zwilling kann man gut Transparenz schaffen. Vertrauen ist spannend. In jedem Workshop, wo ich bin, reden alle von Vertrauen und ich will das mit denen machen, die ich kenne. Das ist, glaube ich, normal. Das ist so. Aber wir haben schon auch das Ziel, dass wir die Modelle so aufzeigen können. Und die Modelle müssen eigentlich auch funktionieren mit neuen Partnern. Also es kann nicht immer. Wenn man es immer mit den gleichen macht, dann entwickelt man sich schlussendlich wahrscheinlich auch nicht weiter. Aber das ist sicher ein Punkt, weil das kommt immer wieder und man verheiratet sich halt relativ früh. Und wenn man sich dann noch nicht so gut kennt, ja, dann birgt das natürlich gewisse Risiken, das ist klar. Aber das Rezept haben wir jetzt dort auch noch nicht. Super. Es kam jetzt gerade eben noch eine vierte Frage rein. Bezieht sich jetzt auf den Begriff IPD, Integrated Project Delivery. Hast du jetzt ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt gehabt, innerhalb der integrierten Zusammenarbeitsmodelle. Und hier geht's quasi um die erhoffte oder angestrebten Mehrwert. IPD ist sicher der richtige Ansatz. Wie möchten Sie die vertraglichen Themen angehen und erhoffen Sie sich davon eine erhöhte Qualität, Termin- und Kostensicherheit für die Projektabwicklung? Also bei uns, wenn wir das Werkgruppenmodell machen, dann ist sicher das Thema, wir haben Termin- und Kostensicherheit zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt im Projekt. Das ist klar, das ist ein wichtiger Key-Faktor. Die Qualität sind wir auch überzeugt, dass die tendenziell besser wird, wenn wir die richtigen Partner früh ins Projekt nehmen. Also ist das, was ich auch gesagt habe. Wir haben dann wirklich die Verantwortlichkeit aus einer Hand. Also wir haben nicht diese Planung und diese Ausführung, sondern es ist wirklich aus einer Hand. Die Basis sind funktionale Beschriebe. Also man muss wirklich definieren, was einem am Projekt wichtig ist. Das können nicht nur Qualitätsstandards sein, das können auch Lebenszykluskosten sein, beispielsweise. Das werden auch schon Gesamtleistungswettbewerbe, wo wir das hatten und es abgeben müssen. Und wie gesagt, vertraglich sind wir jetzt, was den Werkgruppenvertrag angeht, sind wir fit. IPD haben wir jetzt als Halter nicht so gemacht und daher sind wir auch vertraglich nicht, haben wir uns dort noch nicht damit auseinandergesetzt. Und mir ist jetzt auch noch kein Vertrag bekannt, den es auf dem Markt gibt, der sich dort etabliert hat. Aber ich glaube, das ist so eine Huhn-Ei-Frage. Ich glaube, wenn wir IPD machen möchten, dann hätten wir den Vertrag relativ schnell. So.
Super, dafür ist ja auch der USIC mit Mario Marti mit Genau. dabei, um da die Randbedingungen zu setzen. Vielen Dank. Diego, sehr, sehr spannende Einblicke in ein zukunftsträchtiges Thema. Danke dir für die Zeit. Und gerne würde ich jetzt an Gianluca zurückgeben. Gianluca, may I hand over to you again? Yeah, thank you, Manuel. Can we make a sound check? Does it work this time? Can you hear me better? Yes, that's great. All right, wonderful. Now we have a second guest. Matthias, you are here, I guess. I saw you once in the between the attendees. Please say me hi if you're here. Oh, I see you now. Hi, Wonderful. I'm here. Wonderful. So I will then hand over to you the next presentation. It's BCF Charge from the Netherlands. So yeah, we are really excited to hear about your input, and you may take the screen over. Okay, I hope Lex is here also because he's presenting this BCF chart somewhere in the Netherlands Okay, also. wonderful. Then welcome, Lex, as well. Thank you both for coming today. You may take over the screen. Yeah. Yes. You see the screen? Perfect. I'm not sure, is Lex here also? Lex, please come in if you're here. That's why I was calling you, but yeah, maybe you can start. Maybe he will start. Yeah, I will start. So thank you for the invitation to discuss Bytraak. From the Benelux chapter. I am Matthijs Naathoff. I'm with the Benelux chapter. I'm proud to present these two local success stories to you from this Benelux chapter. So it's two success stories, but actually there's one in the making. So that's one success story and one, I hope, almost success story about BCF. So the first one is the BIM Basis ELS. That's the translated to English to the BIM Basic IDM. And it's also translated into a lot of other languages. So I would like to start with the BIM Basis ELS and then end with the BCF initiative, also because that's still ongoing. And I have a small launch today of a chart of a infographic with this standard. Have you seen me enter the seminar, Matthijs? I'm here. I'm here. I'm back. Thank you for your support, Lex. You're right on time. I was about to introduce myself and you. So with me here is Lex, and we both work with both the BIM Basis ELS and with BCF. And Lex, especially Lex, is more involved with the BIM Basis ELS than I am. Let's start with the BIM Basis ELS. That's an initiative that originated somewhere in 2015 and was launched for the first time in 2016. And yeah, it was basically the agreements I hope you've already have heard of, agreements that were from end users. Basically, they worked with all kinds of projects and found out that all these participants in their projects all wanted to have information in a specific way, in a specific structured way, and to align this, they created this agreements list that was really the BIM Basis ELS. So Lex, you are here also in the picture. You are here in the back, and I am also I'm here in the back. Yeah, five years ago already. Yeah. So this might seem familiar, I hope. So this is the logo that was created with this BIM Basis ELS, but of course it's with the open standard IFC. It's why are we going to exchange this information and how, of course, with the standard IFC, not mentioning the IFC 2X3 or IFC 4 or IFC
whatever version. So it's more on a higher scale, more the use of open standards, not defining which one specifically. And now we have all these translations. Lex, do you know how many translations we have now? Yeah, we have from the first edition, we have about 16 to 17 translations. We provide the translations for free. Mostly we have our network through the Building Smart network. The people are asking us, can we have our local language? And then we say, okay, if you provide us your text, then we will make the infographic in your language and we publish that on our website for free. But we have actually some budget for it from our local government available. So that's why I think. Yeah. So how many languages do we have by now? Do you know? 17. Okay. So we're busy with Arabic, our Arab, and Czech Republic is also interested. So okay, so there's more coming, and they're now also on the Building Smart International web. So it's with the .org user guide, and you can have a download there in the languages available. So that's a big step, because this was in the end 2020, and it originated from 2015. So in 5-6 years, we have now reached maybe the world, Lex, I'm not sure. But mostly we reached our end users to make well-structured IFC files. It's the main goal from this document. And so the quality is increasing from our average BIM models in the Netherlands. And we don't have discussions about native software anymore, because we talk, we speak to each other in IFC language. So that's the what we succeeded with that. Yeah, so we might have helped a lot of people with more structured data with their projects, right? So that's the end goal, to help the end users and during their projects. Yeah. So it was a local initiative once, and now we have also the different languages. So we have the Informationslieferungshandbuch. And also in the also other languages I really cannot pronounce. And it's all basic agreements on several stuff. Lex, would you like to give a short overview? But do you have more slides, or do I have to tell you? No, just slide? from this slide, please. For example, the main agreement is about the local position of the coordinate system, or making building stories according to a correct way, or use the right entities, or make a classification code, and using the original common P sets from Building Smart in the international standard. And with these agreements, we work according to the international standard. And we couldn't find this on the Building Smart website, so we made it ourselves. We wanted to exchange an IFC. We were looking for educatable, so we can tell somebody how it works with this document. And so we made it ourselves, and now we give it away for free if people are willing to use it too. Yeah, and we now even have a version 2, right? So from the end of last year, when was the launch of this? October, last October. Yeah, in October we had some comments on the first edition that we didn't have enough about space objects and systems for mechanical insulation systems. So we added some topics, spaces. They are on the top. IFC system and some other physical building properties. Physics. Yeah.
Yeah, so that's from, sorry, from in 6 years' time or 5 years' time, we've had a lot of workshops with about these topics. And basically the only thing that has changed is maybe some small things in how to pronounce it. Maybe there's a small change in following order. And there's three actual new icons here about the, of course, the building services. There was nothing on the building services. So now it's about, okay, we have this building services. Let's try to work with systems and use the IFC system. There's more on the building physics, also to simulate. And there's, of course, on the space, the IFC spaces. Why? Because we know that during projects, we might need this information, not from every supplier or everyone, but within our aggregated model, we would like this IFC space for several reasons, and that's why this was also added to the next version. But this is only in Dutch, Lex. I just got the English translation in my email, and I'm busy with a strategy how to translate this with a translation technology to the other languages with our partners, international. And so okay. We are busy with it. So if the Swiss chapter run their language, maybe, I don't know who's a contact person for the German, Stefan Liedtke. Yeah, we have the German already. He translated it from Dutch to German already. So we only have to make the infographic change. And no. Oh, so it's coming next version. Yeah. Slight change, slight better, better position, right? One important part is that we now describe, make agreements about these topics. So we have kind of several tiles, and we say, okay, you can add this to your contract, but also make agreements about this, about file naming, about classification codes, about how to deal with systems. We have to make more agreements than only this document. And I think in 90% of BIM project contracts files, this document is involved already. Is involved, yes. It's still the same document from this principles. So it's still best practice, common ground on best practices and the 80-20 rule. And we still try to keep it simple with some new icons, but still really easy to read also. And enthusiasm that brought us here 6 years later, still going strong with this organization by now, because I think 2 or 3 years ago, it started to grow this big that we needed some sort of organization, although it was just an end user initiative from the start. So now there is a commission with several committees, and Lex and I are also involved with the expert commission here. And that looks like this. So there's one initiative with several all people that work here. I am not for profit working on some part of this initiative. So there's people working on the manuals. There's people working on the technical part. There's people working on the promotional part. There's people getting their feedback from end users. It's a lot of people, and we see that Maine is still in the contractor. So from all participants here, that's still true, Lex, huh? By absolute count is more the architects, I think, but by people count is more contractors, I think. But the contracts are larger companies, but it started with just contractors. And now we have it embraced by a much bigger community. Oh. And so we have all these manuals also available, and that's made available also by people in their own
free time on a, based on some sort of template. But how to create a model with some sort of software if you want to create with these agreements? Yeah. So how to do the export settings and how to structure your native model to make a good IFC model. Yeah, and this is also something very dynamic because it's never complete, right? Because there's a new version every year and people making changes. So this is something this is also not complete. I saw a new one. And you could also see on the manual if it's possible in software. So we actually are proving that some technology is working or is not working in several kind of software. So then it's also to prove that it can work. It's not only the modeler who is not having the knowledge to make a good model that he can find it in these manuals and then I should do it like that. Yeah, we can now refer to these documents. Say, like, your model quality is bad. Please check this manual to improve on your quality. Yeah. And there's all these over 450 companies involved by now, right? So that's a big amount of people involved with this initiative in the years. And also all the students on the universities and high schools, they get this in their curriculum. So they know this already when they come from school. So they know how to make BIM basic IDM files. Yeah, so it's even a norm within the education to teach about this. Yeah. So that's on the BIM Basis ELS, BIM Basic IDM, and now an international project, BIM Base IDS. But I would like to go to the next topic, that's BCF, one of my favorite topics, and that's work in progress. BCF, I started with Building Smart Benelux as a board member back in 2015, and that's the first year I also started with workshops on BCF for end users to learn about communication with BIM and to try this standard or to see the reaction from other users, but mostly during projects we're just communicating without seeing what happens on the other side of the line. And we found out that there's a lot of difference between what users know and understand of BCF. So they might have another understanding of BCF based on the software they use. And we told users to please bring your own software and bring your own project data. And we just try to communicate with each other. And we found that there's multiple things that could improve on the BCF. So we found out that there's actually multiple things happening. We have the user that's just doing a thing to do something, right? There's a need for communication and he has a tool and he uses the tool based on what the tool says it can do. So it says here title, so I can put in a title, right? And it says here type, and this type is an issue. And if we see the type can be in the standard, we see that it could be an issue, but that's just an example. It can also be a clash or something that's maybe in another language, if this was a software in another language. So that's something that a user can interpret on based on what the software tells him he can or cannot do. So I have the user that wants to do some task and has a workflow where he uses BCF. We have the software implementation that says what he can use on BCF, and we have the standard itself that has the features of BCF with optional and non-optional. So those together with Building Smart that actually holds the standard is what this is about, these BCF workflows. So I started a group of
group people I started a working group and created an activity proposal for building smart and have more more attention on this PCF workflows and to get more enthusiasm to get some moving going. We created a website for end users to get feedback on how the software works. It's basically the same as we did with the workshops, but now on the website. And this is the group of people I started to work with from these companies. They supported the group. And what we did is we created this proposal. We did the PCF tutorial session with the virtual summit. That was part one and part two. We had some contribution to the CDE call. The CDE call originated from what originated sometime as the PCF call. But there's it's mixed together because it is from the CDE. They're talking about the Foundations API, and on the Foundations API there's the BCF API and the Documents API. That's not on a construction, but this might be too much information. Anyways, there's a contribution to the CDE goal with the BCF workflows involvement. And there's talk about the BCF certification now with Greg Sleusner. And we have an upcoming BCF tutorial session part three. But that's in the making. And we have today, we have the BCF chart. The launch date is today. So that's actually a lot going on BCF. So I'm not sure. I hope you've all seen the previous tutorial session on BCF that was early last year with a few different software. And this year we had some more software involved, and we did workflows with BCF showing what could actually happen within a project. So the first one was about changing an infection area, creating a disinfection area within an existing building, and we had a client and an architect and someone, a BIM coordinator. And in the second tutorial session, we did a complete change of the entrance with a workflow that had a bigger life cycle. The BCF chart. We created the BCF chart with the group as feedback, because this is also an initiative that came from end users to also Building Smart. Please help us create a better understanding on BCF for our co-workers, but also our clients and our managers. And this is what we created. And it's in Dutch, I'm sorry. But it has the look and feel of the BIM Basic IDM. Why? Because we see that this was a success because it was KISS and it helped people and it helped managers and so on. So we tried the same with BCF. And what are we saying here? So we're talking about why should we use BCF? And why is it? Because it's reliable and we can reduce time and we can have our history checked or created, and better collaboration. And and then what is it? So what is an issue? That an issue is also something, it's not only a fault, but it can also be a request, like in the tutorial session, and that it's data driven. Mm-hmm. And we can talk about the models that we exchange. So we use IFC to exchange the models, but we use BCF to communicate about these models, and that we can share it with the API to synchronize with a different platform or to a cloud somewhere, and we can use the file-based XML version of BCF. And how does it work? So we also have a title, a name, and a description, and a status, and a responsible, and maybe some objects or an image, and we can react. And why not because we must, but just because we can, it can help us in the process.
So this is a chart that's created and launched today with the logos of Building Smart Benelux and the BIM Loket, where it's also can be downloaded. And this is to help end users better understand what to do with BCF and to help managers and other people to understand why to use this chart. Good story, Matthijs. But there's also work in progress, because there's a need for collecting workflow scenarios for the next tutorial session, but also for the CDE group. Because in the CDE group, there's software developers with the need from stories from end users on workflows. They need to know why a user needs some sort of maybe a status in BCF to do some sort of trigger task. And I found some collaboration with a French and a German working group, and I'm looking for more support on the workflow scenarios. So this example of the workflow we used with the previous tutorial session, and this is actually a big workflow. We could slide it to different smaller workflows. But to give an example, there's a need for an opening. So we have a floor or slab, and we have here the request for an opening. That's because there's a lot of piping here. And we can use this another initiative on how to use openings and recesses in the workflow. So there's an actual workflow about someone creating this request in an object, someone changing or just saying it's not approved. And then maybe in the end, we have someone producing the slab and it goes on to transport to the production site. So that's a big workflow, but there's multiple workflows on multiple scenarios during multiple stages in the building life cycle. So there's a workflow on how to take dimensions on the construction site, and we use grid lines as actual objects, so we can hit them on our tablet on the construction site and take measurements. There's scenarios on facilities management and how to use the BIM collaboration format to guide us to the right spot where the asset is with the problem occurring. We can have a discussion on a meeting where the connection between something that's existing and some new structure, and we should take a look on site to discuss further. We can actually use BCF. And there's more, there's multiple more. We wrap up when it's okay, because we would like to also discuss about this. I think already I have a lot of questions coming in. So, is there many slides left? I have two slides, I think. Okay, wonderful. Yeah. Yeah, so answer. Okay. We communicate during the life cycle, or maybe somewhere near construction, we communicate the most, and that's where the issue management software originated from, right? And please help me. Please help me. Send me your workflows and help me try to translate these workflows into something I can give as feedback to this CDE group with all these software developers. This was actually the presentation with it. Nice. Thank you very much, Matthias and Lex. It was wonderful. I think it was an excellent example how a national initiative can actually contribute to the international context. And I actually also appreciate really much that you brought up both the ideas in the beginning when I invited you. We wanted to select between BCF and BIM ICL versus ICLS. So actually, it's great that we could hear both of that. That was wonderful. And therefore, we had also plenty of questions coming in. So because we have to continue at 3 with the construction room, I would go further with the question without losing any more time. And you can now read the question yourself as well. Maybe the first question is, what are the next steps of BIM versus ILS? And maybe combine it with the second question, do you considering also provide video tutorials, for example? Shall I take this question, Matthijs? Yes, please. Okay, the next steps
with the second edition of the ILS, we also made a website with some not video tutorials, but some explanations by experts like Matthijs and me, how to deal with spaces, why should you care about spaces, or so we actually have a website integrated with the infographic. So you can, if you go to the website, you can just see the tiles on your phone screen. You can click on it, and then you have an explanation about how it works. So the next step is that we have the English translation. I just received it from the infographic and also the explanation about every topic. And the next step is to translate that to 17 other languages by using a kind of technology. But we first needed the English translation, and then we can ask all the international followers to help us with the Russian edition, the Armenian edition, and then we can make the website multi-language. So that's the first next step. And the second next step is to have everyone involved. It's already difficult to get people working with BIM. And if we make it as simple as possible, then we can get everyone involved. So the front group, the front runners, they already know how it works, but we need the late majority to follow. So I think that's our next step. Not make it more difficult, but to get everyone on board. Wonderful. Because you said everyone getting on board, maybe we can combine that with the following question. First of all, our audience asking how we can take part in this initiative, if we can take part. And also, is there a collaboration or idea to collaborate with other chapters? Everyone can be involved. We're actually thinking about... We are like this. It's a little bit difficult for us to get the whole international community involved. And producing the second edition, we were thinking: should we consult all our international network, or just do we do it local, and then we get the rest involved? So it's a kind of strategy. But of course, everyone can be involved. Just send us an email what you think, or we can schedule a meeting. And And what was the second question? You want to collaborate with other chapters. Maybe I can add my personal question here. For example, if we, Manuel, together, we at Building Room Switzerland, would like to work with you guys together and want to probably provide the Switzerland official language version of it, could we collaborate? Could we work together in this? Yeah, we can send you like the English file of all the text and also the infographic. But I first want to produce the infographic in English, so that will take me 2 weeks, I think, 2 or 3 weeks. And then we can send around in all chapters to these texts. And maybe if they provide us their language, then we can make the infographic in another language. That's first step, and maybe the next step is to produce a third version. But we want to keep the pace a little bit slow and make, if we make a third edition, if somebody has some good ideas, that it will be at least next year or maybe a year later, because this is already enough for now, I think. All right, wonderful. Can we get your presentation? Would it be possible? Can I share with the audience? Yeah. I think we should share the presentation and also the documents by sending links or something like that. What about? You can send them to me. I will jump forward it to the whole community. So that will be perfect. Yeah. One last question. Is it possible to get an abstract of the software specific ILS? That's the manuals, I think. That's what I mean. Yeah, I guess. Of course. They are also, everything that we just mentioned is already free to download. So we can guide you to the website. You can download it, but it's half English, half Dutch, because the interface of some software is already in English. So that only the manual is in Dutch. But if you are kind of familiar with the software, you can guide yourself through to the software, I think. And
we also considering to translate it, but it's all voluntary work what we do around this, because we do real life projects, we do real life education, and all the work of about this basic IDM and this like a voluntary work until now. So all right. No, thank you very much for your valuable inputs, Alex and Matthias. I think it could show that good example. I think we will also get on board. We will probably be in touch for the following weeks and probably see how what we can do together, how we can support you in this international journey. So you are not alone. Yes, please. Yeah, and let's stay in touch and we hear from you again. Okay. Thank you very much. Thank you, guys. So we can. Tim Lucker, man hört dich nicht. Jetzt sag mal was. Ja, hört ihr mich jetzt? Ja. Wunderbar. Ja, dann machen wir gleich weiter mit der Building Room Session, sodass der Construction Room pünktlich starten kann, dass wir nicht Zeit wegnehmen. Ich gebe gleich das Wort dir weiter, Manuel. Mhm. Genau. Kannst du nochmal zurückgehen auf Folie 30? Ja. Sorry, nee, 28, Nummer 2. Einleitend, Nummer 2 zurück. Also quasi Timeline. Folie 28, Milestones, Roadmap. Ja. Hier in der Mitte sieht man erst den Bereich Participation Call Roundtables vom Ende Juni bis Ende Juli. Wir sind natürlich im Building Room, sind wir dran, die Arbeitsgruppen, die jetzt schon bestehend sind, natürlich zu erweitern. Die Arbeitsgruppen, vielleicht nochmal auf die nächste Seite, das nochmal zu erwähnen. Vor allen Dingen die aktiven Arbeitsgruppen im FM-Bereich, im SIM-Bereich etc. Hier, das ist natürlich der Kern. Und hier ist nochmal die nächste Seite, was ich vorhin eigentlich schon angedeutet hatte, die weiteren Elemente im violetten Bereich. Vor allen Dingen die Open BIM Integrated Project Delivery, dann Design for Manufacturing and Disassembly, Digital Twins und TGA bzw. HLKSE. Jetzt kannst du vielleicht auf die, genau, sorry, dass wir da so ein bisschen hin und her springen. Genau diese vier Themengebiete möchten wir natürlich adressieren, möchten natürlich dort auch für euch die Möglichkeit geben, für die Mitglieder, sich hier zu positionieren, dass wir da schauen, ist hier der Zuspruch da, ist hier, wo ist das Interesse da? Alle diese Roundtables wurden sowohl intern als auch von externen Quellen, vor allen Dingen auch von euch, von unseren Mitgliedern, bei uns adressiert. Das heißt, alle Roundtables sind mittlerweile bei Bauen Digital Schweiz auf der Events-Webseite aufgeschaltet. Dort kann man sich dann auch drüber anmelden, ist ein Anmeldeformular. Daten sind hier drin, bitte dort auch gleich im Kalender mal anmerken. An den Roundtables soll ein offener Austausch zu diesen Themen stattfinden, ein Branchenaustausch. Und danach wird eigentlich davon abgeleitet, ob es gegebenenfalls zu einer Arbeitsgruppe, zu einer Projektgruppe weitergeht oder ob wir es im Laufe des 21 weiterhin als eher als lockeres Austauschformat sehen. Das zum Ausblick vom Building Room. Vielleicht zu dir, Gianluca, zurück. Die letzten Worte, ansonsten Übergabe. Ja, vielen Dank, Manuel. Ich denke, genau, wir würden sehr froh, wenn ihr euch in die Roundtables einmelden würdet. Ich würde gleich im Chat die Anmelde-Link auch zur Verfügung stellen an euch, jetzt sogar in 2 Sekunden. Und jetzt habt ihr das im Chat. Genau, meldet euch. Wir würden sehr froh mit euch das Diskussion, die Möglichkeiten, diese Themen zu sehen. Und wie gesagt, dann im September haben wir das dritte Forum. Deswegen, diejenigen, die sich im Building Room engagieren möchten, können sich direkt in die Anmelde-Registrierung-Link dann in Ende des Nachmittags, die bekommen wir mit registrieren. Wir würden sehr froh, wenn ihr auch mit uns engagiert mitarbeitet. Ja, vielen Dank.